freut mich, dass wir heute Abend auch mal hier ein volles Haus haben. Mal gucken, was aushalten mit dem Wetter. Wir lassen mal so ein bisschen die Durchluft ein bisschen hier durchziehen. Wir machen es heute Abend ein bisschen anders. Wer hier so Stammgast ist, der weiß, dass wir eigentlich so ein bisschen einen Vortrag machen, ein bisschen Pause machen, dass man ein bisschen drüber reden kann. Und noch ein zweiter Teil des Vortrags. Machen wir heute Abend ein bisschen anders. Wir werden das in einem Rutsch ein bisschen durchziehen. Und werden anschließend die Gelegenheit haben, uns draußen ein bisschen hinzusetzen. Ein bisschen ist dann vielleicht für alle angenehmer, dass man dann draußen ein bisschen sitzen kann, ein bisschen was essen kann, was trinken kann, wer mag. Seid alle recht herzlich eingeladen, hier noch ein bisschen da zu bleiben hinterher. Vielleicht gibt es auch ein paar Sachen, mit denen man sich ein bisschen austauschen kann. Genau. Okay, ja, dann freue ich mich, den Ralf heute Abend hier begrüßen zu können. So ein bisschen. Wir haben so zwei Dinge eigentlich kombiniert, wir beiden. Der Ralf hat damit gekriegt, dass er ein Projekt ein bisschen hat, so auf die Walz zu gehen. Er ist diese Woche auf der Walz, zwar bei uns zufällig. Absichtlich. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann die Gelegenheit nicht wahrgenommen und gesagt, okay, dann können wir auch die User-Gruppe damit beglücken ein bisschen. Und er weiß sowieso nicht, was er abends alleine machen soll im Hotel oder so. Okay, aber ansonsten würde ich das Wort an den Ralf geben und freue mich auf einen interessanten Abend mit interessanten Themen und vielleicht auch noch ein bisschen Diskussion im Anschluss. Okay, danke. Dankeschön, Peter. Ja, total cool. Nee, Gott, dass ich hier sein kann heute, hat sich schon verbunden mit der Walz. Peter hat als Erster auf diesen Aufruf geantwortet auf Twitter, so nach 5 Minuten oder so, und da muss ich einfach zuschlagen. Also wäre ich nicht wirklich nach Ludwigshafen, glaube ich, gekommen. Aber ja, das war gut. Gefällt mir sehr bei euch. Macht Spaß. Und ja, natürlich dann auch gerne zugesagt, hier die User-Gruppen einmal zu Spaß noch haben. Auf der einen Seite noch. Auf der anderen Seite, nee, habe ich keine Lust auf einen zu spaßen, sondern irgendwie wollen wir das zusammen machen, was ich heute hier mache. Den Vortrag oder das Thema schon 2-3 Mal angebracht und könnte es natürlich ganz alleine runterreißen, aber vielleicht kriegen wir so einen interaktiven Modus hin, dass wir ein bisschen zusammen hier Männer sind, die auf Code starren, Entschuldigung, die eine oder andere Dame ist auch dabei, und zusammen vorangehen nach einer bestimmten Weise, die ich inzwischen sehr cool finde. Ja, was dann noch? Genau. Wenn ihr das sonst immer so gemacht habt, dass ihr Vortrag, Pause, Vortrag macht oder so, dann heute nicht, weil es tatsächlich nicht so umfangreich ist. Das wird dann eher bei euch zu Hause nachwirken, was wir heute machen. Dass ihr dann Aha-Erlebnisse hoffentlich haben. Und deshalb lassen wir uns heute hier kurz, vielleicht eine Stunde, anderthalb höchstens, glaube ich. Dann machen wir raus, etwas kühler draußen bei dir noch sitzen. Und dann plaudern darüber, bei dir erstmal konzentriert. Guckt. Ja. Wer meinen Blog ein bisschen verfolgt, wird gemerkt haben, dass ich einerseits ein Freund von TDD bin und andererseits auch nur sehr kritisch darüber schreibe. Und jetzt bin ich dann doch so vor einiger Zeit mal wieder, ich habe das schon vor Jahren gewesen, aber habe es nicht weiter verfolgt, aber vor einiger Zeit mal wieder auf das da gestoßen. TDD is implemented. Ach, jetzt habe ich mit EA sogar geschrieben. Vorhin habe ich es mit E geschrieben. Mein Twitter, das ist ja doof, sehr peinlich. Und da hat es mich dann doch irgendwie mit TDD versöhnt. Ein Stückchen. Wer macht TDD so? Überhaupt nicht, wer kennt TDD, sondern wer macht es? Defense. Okay. Immer mal wieder. Nach heute ist sowieso keine Frage. Da müssen wir sagen, na, I love it. Ich muss es tun. Vielleicht. Ja, deswegen können wir trefflich darüber spekulieren, warum ihr nicht wirklich an TDD entwickelt. Habt ihr schon auch eine Theorie dazu? Aber dies hier ist schon nochmal ein Twist bei TDD, das ihr natürlich in dieser Definition kennt: Red Green Refactor. So macht man das. Erst einen roten Test schreiben, dann Code schreiben, möglichst simple, und dann hinterher, wenn er dann grün ist, der Test, dann refaktorisieren. Immer so im Kreis: Red Green Refactor, Red Green Refactor. Außer, dass, glaube ich, neben den Demonstrationen online, wo Leute das im Video machen oder was drüber schreiben, dass keiner wirklich so genauso macht. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Müssen wir sehen. Auf jeden Fall gibt es eine TDD-Realität jenseits dessen. Und die sieht dann so aus.
Und wie die arbeiten, das ist völlig egal. Also sie behaupten alle, sie würden so arbeiten. Diese beiden sind aus derselben Quelle, aber ich glaube, die hat er zusammengetragen. Es sind auch unterschiedliche Ansätze zur Lösung einer Kata. Und dies hier ist von Good Old Uncle Bob. Und irgendwie, als ich das so mal in der Zusammenschau gesehen habe, alle machen die Kata Workbook, wir machen auch halt die Kata Workbook, aber anders, da habe ich mir gedacht, was bringt denn da wirklich TDD? Weil ich kann das nicht lesen. Ich kann das nur schwer, also wenn ich mir ganz viel Mühe gebe und lange drauf starre, klar. Aber was passiert dort? Das ist ein Stückchen für mich genetische Programmierung. Kennt ihr genetische Programmierung? Wer kennt genetische Programmierung? Okay, dann muss ich erzählen. Vielleicht ist es doch länger heute. Genetische Programmierung, da programmiert nicht ihr, sondern ihr metaprogrammiert nur. Und tatsächlich programmiert der Zufall. Also, es wird Code zufällig nach gewissen Regeln, aber wird letztendlich nicht von euch geschrieben, sondern von einer Maschine nach verschiedenen Auswahlkriterien, und zwar womöglich tausende Programme parallel. Auf diese tausenden Programme werden Daten draufgeschmissen und dann guckt man, welches Programm am besten performt hat, und dann nimmt man dieses Programm und mutiert es. Und dann setzt man tausend solcher Mutationen drauf an und guckt, welches wieder am besten performt hat und so weiter und so fort. Das macht man tausend Generationen lang, tausend Programme parallel, und dann hat man nachher ein Programm, das tatsächlich ein bestimmtes Problem löst, womöglich sogar total effizient löst. Und vielleicht könnte das sein, Suche eines Weges im Labyrinth oder keine Ahnung, was auch immer. Das Tolle an diesen Programmen ist, die tun, was sie tun sollen, man versteht sie nur nicht mehr. Aber echt. Das ist so ähnlich wie ins Gehirn reingucken und fragen, wo ist da drin Mutter? Ist kein Bild von Mutter drin. Es ist irgendwie in der Struktur, aber trotzdem enthalten, sodass ihr die Mutter wieder erkennt. Aber in diesem genetischen Programm ist es auch so. Irgendwie ist da drin die Lösung enthalten, aber die weiß man nicht. Hier drin ist auch irgendwie die Lösung enthalten, ist aber nicht genetisch programmiert und noch nicht von 1000 Monkeys, sondern von Leuten, die sich da mit TDD draufgeschmissen haben. Und trotzdem sieht es so aus. Wie funktioniert, diese Frage kann ich hier stellen und darstellen, jetzt ist etwas leichter zu beantworten, wie funktioniert WordRap? Wie tut der das? Das finde ich schwer zu lesen. Und obwohl der sich so viel Mühe gegeben hat mit TDD. Wie kann das sein? Und ich glaube, es liegt daran, dass ein Schritt von TDD, geh nochmal zurück, ein Schritt von diesen dreien, welcher mag es sein? Ein Schritt nicht so richtig beachtet wird. Das tut man nicht so, wie man es tun sollte. Ob zu Recht oder zu Unrecht, lasse ich mal dahingestellt, aber das passiert de facto nicht. Das ist Schritt 3, ihr ahnt es schon. Eins kriegt man leicht hin, zwei, dafür sind wir da, drei, das ist gar keine Zeit dafür. Drei passiert nicht so richtig und deswegen sehen wir hier drin, obwohl die sich TDDler schimpfen, keine Struktur. Na, hier ist es ein bisschen besser, so, aber auch hier würde ich sagen, was genau passiert da? Und das macht dieses ominöse TDD as if you meant it besser, finde ich. Da wird man nämlich gezwungen, geprügelt in Handschellen gelegt, damit man refaktorisiert. Es geht nicht anders. Man muss es tun. Und das ist super cool daran. Also man macht immer noch Red, man macht immer noch Green, aber jetzt anders. Man schreibt nämlich den Code, mit dem man den Test auf Green kriegt, in die Testmethode rein. Wie grauenhaft ist das denn? Am Anfang hat man überhaupt keinen Produktionscode, man hat nur Testcode. Aber das ist der Trick. Denn dann muss ich refaktorisieren, um Testcode und Produktionscode zu kriegen. Ich kann nicht anders, ich kann das ja nicht im Testcode verbacken, irgendwie ausliefern, sondern ich muss irgendwann raus refaktorisieren. Aber der Trick ist, das tue ich erst, wenn ich anfange, Muster zu sehen. Und dafür ist Refactoring da. Muster in andere Strukturen, die sozusagen weniger Energie verbrauchen und so weiter. Das ist echt cool. Dann gibt es hier noch in der Regel, wie man das tut, das ist weniger wichtig. Der entscheidende Punkt ist, wir schreiben den Code
den KISS-Code oder was auch immer, schreiben wir in die Testmethode. Und das möchte ich mit euch zusammen tun, damit ihr das einmal live seht. Dann könnt ihr euch selber auf Kakas damit stoßen. Auch an der Kaka WordWrap natürlich, damit wir so ein bisschen Vergleich haben. Das ist noch beschrieben. Also es geht darum, einen Textframe zu nehmen, ganz langer Text, und den im Grunde zu zerschneiden in Stücke gleicher Länge. Zeilen könnten wir das nennen. So sehen Testfälle dafür aus, wie wir darauf gekommen sind. Tja, einfach mal so. Wir nehmen an, dass das signifikante Fälle sind, die wir unterscheiden müssen. Die kommen aus der Literatur, das haben wir jetzt nicht extra ausgedacht. Aber hier ist es eben deutlich zu sehen, was passieren soll. Zeile 1, Zeile 2, also so ein längerer Text. Und plötzlich nach WordWrap ist hier ein Zeilenumbruch drin. Genau nach 6 Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilenumbruch. Weil hier die 6 sagt, ich möchte das hier zerlegen in Zeilen von maximal 6 Zeichen. Das ist einfach, ne? Aber jetzt versuchen wir das mal mit DDDS und Filmente zu machen. Okay, kann man es in der letzten Reihe sehen? Ja. Ja, so. Gut, mit dem guten Auge und die mit den schlechten Augen auch. Also, fangen wir an. Eine Testmethode für den ersten Test. Zeile mit 5 Länge, maximaler Länge, wird zur Zeile. Das heißt vielleicht Text ohne Umlaut. Wir schreiben die Lösung hier rein. Zeile. Und insert. Ja, jetzt könnt ihr sagen, der Test ist sofort grün. Aber das ist jetzt nicht wirklich das Entscheidende. Der ist auch sofort grün. Wir haben getan, was der Test erfordert. Ne? Wir haben ein Resultat auf Zeile gesetzt und vergleichen es mit Zeile. Das ist doch das einfachste Mögliche. Wir hätten vorher das Resultat mehr lassen können und dann nur das Assert hinschreiben. Ich lasse uns solches triviale Zeug mal ersparen. Können wir so machen? Es steht der Lösungscode hier schon, der uns das grün macht, hier drin. Insofern erfüllen wir DDDS implemented, aber ich würde sagen, dies hier ist verschummelt. Ne? Wir weichen der Problemlösung aus. Und wir haben vor allen Dingen einen Parameter ja überhaupt nicht im Blick. Wir wissen gerade gar nicht, was mit dieser 5 hier passiert. Deswegen würde ich das umformulieren wollen. Und zwar so, der Text ist Zeile. Die Zeilenlänge ist 5. Und jetzt müssen wir beides irgendwie benutzen. Und damit will man einen Hauch von Lösung dahin schieben. Und da fällt mir sowas ein wie Substring, Zeilenlänge. Ups. Warum? Textzeile, Zeilenlänge, bei 5. Achso, Entschuldigung. So. Nicht ab Zeilenlänge, da ist natürlich dann noch nichts mehr, sondern von 0 bis Zeilenlänge. Und das tut immer noch was. Hier haben wir jetzt den Eindruck, wir brechen richtig etwas raus aus diesem Text. Und jetzt wird es spannend. Ich gehe zum zweiten Test und lasse den ersten so stehen. Das ist TDDS implemented. Was haben wir da? Text mit einem Umbruch. Ja. Was machen wir? Ich würde sagen, halt, besser. Kopieren ist erlaubt. Wir machen mal das, Zeile 1, Zeile 2 und tragen die 6 jetzt ein. Und ich glaube, jetzt haben wir schon mal mindestens das Rot erfüllt. Außerdem ist natürlich die Erwartung noch falsch. Hier Zeile 1, Zeile 2, aber das macht es nicht besser. Das ist immer noch Rot. Also ich habe den Ansatz, meine bisherige Lösung sollte gut genug sein für den neuen Testfall. Ich bin optimistisch. Ich trage allerdings meinen neuen Input ein, ich trage meinen neuen erwarteten Output ein, mache dazwischen erstmal nichts und es ist aber ja natürlich sehr wahrscheinlich, dass das gut schlägt.
Und jetzt mache ich mir nur an der einen Stelle Gedanken darüber, was muss ich hier minimal tun, um da auf den grünen Zweig zu kommen. Also ich versuche das mal so. Ihr dürft gerne mitraten. Zeile. Also das ist unsere Zeile irgendwie. Oder erste Zeile oder sowas. Dann haben wir noch einen Rest. Können wir Rest nennen. Rest ist Text, Substring, aber jetzt Substring. So. Und dann bauen wir das Resultat. Ist Zeile plus Rest. Können wir das probieren? Yes! Also, grün. Und seht ihr, erster positiver Effekt, wir können hier drin machen, was wir wollen. Wir können uns grün annähern, auf welchem Weg auch immer. Und wir schaffen es nicht, den Test hochzukriegen. Das kann ja ansonsten immer wieder passieren. Ne? Je mehr Code ihr schon habt, je mehr Tests ihr schon auf den Code angesetzt habt, wenn ihr dann eine Änderung macht und sei sie so kiss, wie ihr wollt, müsst ihr immer gewahr sein, da könnte was verrutschen mit den bisherigen Tests. Auch nicht so schön. Und dann fangt ihr an zu suchen. Da verliert ihr Fokus. Wir wollen uns ja fokussieren auf einen Testfall. Das ist dieser. Abgeschossen. Wir haben das Ding gelöst. Sehen wir jetzt schon Muster? Denn das ist unser. Ja? Ich habe eine Verständnisfrage. Was teste ich hier eigentlich? Wir testen hier die String-Substring-Methode. Hier wird kein Wrapper getestet. Hier wird kein Wrapper getestet? Wie wir testen die Substring? Wir haben eine Idee von der Lösung, wie Wrap aussieht. Und das bedeutet. Wir haben kein Wrap. Das ist nicht vorhanden. Wir haben so ein bisschen präsentiert. Ja, ich meine, wir treffen uns hier zu einem Zweck. Und der Zweck ist, Wrap zu entwickeln. Wir entwickeln Wrap auf eine bestimmte Weise. Und die ist, wir schreiben Wrap eben nicht nochmal verkehrt. Ja, mein Ziel, natürlich wollen wir auf den Gipfel nachher rauf. Am Ende des Tages steht da eine Methode Wrap. Aber der Punkt ist ja gerade, dass wir diese Methode nicht als erstes hinschreiben. Ja? Okay, dann schaue ich einfach weiter. Ich werde es noch ein bisschen anders. Das erst Wrap wird erstellt, da wird die Methode erstellt, die das wichtige tun, schon angegeben Signature. Ja. Und dann die Eklamoppe von der String Campy oder gar nicht von der irgendwie Fußbase. Ja. Und am Ende schreibt man fest, wenn der Schreiber so und dann fühlt man die Methode. Okay. Jetzt kauft ihn bitte nicht ein für den TDD-Vortrag, ne? Weil er sagt, am Ende schreibt man den Test. Das ist natürlich doof, das tut man nicht. Also das ist nicht TDD. Du sagst aber natürlich ansonsten das, was kanonisch gesagt wird über TDD. Wir schreiben da mal unseren API schon hin. Richtig. Gut. Und in den ersten 10 Minuten meines Vortrags habe ich gesagt, das tun wir nicht. Das ist der Punkt darauf. Hast du dir noch einen Break geholt? Keine Ahnung. Aber das ist der Trick. Genau darum geht es, dass wir das nicht tun. Okay. Denn das ist schon dieses Lösungsdenken, ich weiß schon, was ich haben will. Und ich muss alles darauf optimieren, dass ich eine Wrap-Methode kriege. Und das setzen wir aus. Denn, okay, jetzt muss ich doch ausholen, ne? Ich wollte auch verlängern. Also, wir müssen erkennen, das hat TDD schon auch versucht, schon sozusagen intuitiv gehabt, dass es zwei Modi gibt, in denen wir arbeiten. Und der eine Modus ist der Kreativmodus und der andere Modus ist der Produktionsmodus. Im Kreativmodus forschen wir, entwickeln im Sinne von erfinden. Da bringen wir etwas in die Welt, was es bisher noch nicht gab, eine Lösung für ein Problem. Das ist unsere ureigenste kreative Tätigkeit. Dafür wollen wir diese total hohen Gehälter, die wir alle kriegen und können uns diesen Swimmingpools leisten und dicken Autos und all solche Zeugs. Das andere, das ist für Code-Monkeys, die sitzen in fernen Ländern und können kaum ihr Leben fristen, das ist Produktion, das ist richtig doofen Code einfach nur runtertippen. Der Trick jetzt aber, das, was refaktorisierter Code sein soll, ist Produktionscode, den haben Handwerker erstellt. Ich möchte auf keinem Stuhl sitzen, der nicht solide handwerklich gefertigt ist. Egal, ob der aus einer Industrieproduktion kommt oder von einem Tischler, der soll handwerklich super sein. So wie 2.500 Jahre oder 5.000 Jahre Tischlerhandwerk was herausgefunden hat, wie man besitzen kann und wie so ein Stuhl gebaut sein soll.
Ich möchte nicht auf einem Prototypen sitzen. Ich möchte nicht in einem Prototyp-Auto sitzen oder in einem Prototyp-Flugzeug fliegen. Sondern ihr wollt solide handwerkliche Kunst in eurem Hintern haben. Das ist aber ein total anderer Modus, wenn ich nämlich weiß, ganz genau weiß, was ich zu bauen habe und dann handwerkliche Kunst ansetze, um das herzustellen aus Materialien. Das ist was ganz anderes als zu arbeiten, um erstmal überhaupt herauszufinden, wie das aussehen sollte. In diesem Modus sind wir aber vielfach. Wir stehen da, sagt uns einer, was er ungefähr haben will, dann wissen wir noch nicht, ob wir das verstanden haben. Wir wissen noch nicht so richtig, wie das mit den ganzen Tools, die wir haben und mit der ganzen Infrastruktur, die wir haben, funktioniert. Und wir wissen noch nicht mal so ganz genau, wie unsere Lösung dafür aussehen sollte. Für das, was wir uns nicht so genau beschreiben konnten, was wir haben. Da ist so viel Unsicherheit drin, da ist so viel kreative Arbeit, so viel Feedbackschleife mit dem Kunden nötig, dass wir nicht handwerklich arbeiten können. Und das passiert, jetzt habe ich die Folie gemacht, das passiert in Red-Green. Red-Green. Red-Green erzeugt überhaupt eine Lösung. Und dann muss ein Schritt dazukommen, um das zu refaktorisieren. Dann wird aus überhaupt einer Lösung echt produktionsreifer Code. Wenn das aber jetzt, wie wir gesehen haben, nicht so richtig funktioniert, dann ist vielleicht die Idee gut gewesen, aber TBD übt nicht genügend Druck aus, dass wir wirklich solide diese Rollen zwischen Forscher-Entwickler oder Forscher-Ingenieur und Handwerker trennen. Und darum geht es bei TBD Supplemented. Deutlicher zu machen, wann du welchen Hut auf hast. Dass es den Hut gibt, Lösung finden, kreativ arbeiten, eben nicht an irgendein API denken, der für den Produktionscode nachher wichtig ist, sondern überhaupt die Schritte, die Arbeitsschritte, die die Software vollführen soll, finden, um eine Lösung hinzukriegen. Das ist der eine Modus, in dem befinden wir uns jetzt. Wir tasten uns daran heran, was es bedeutet, ein Wrapping auszuführen. Und dann irgendwann, das kann ich jetzt entscheiden, ne, wann immer mir das zu viel da wird, dann entscheide ich irgendwann, okay, jetzt fühle ich mich solide informiert, worum es eigentlich geht. Ich habe das Problem verstanden, ich kenne meine Tools und meine Materialien hier und all dieses Zeugs und ich habe auch schon eine Lösung gefunden. Jetzt mache ich aus der Lösung, die ich bisher zusammengestoppelt habe, zusammengebildet habe, Duct Tape Programming letztendlich, jetzt mache ich aus dieser Ingenieurslösung eine Produktionslösung, die ich auch wirklich jemandem zum Gebrauch geben kann. Das ist hier viel deutlicher getrennt. Die Lösung. Bitte? Du entwickelst hier einen Algorithmus für die Lösung, aber nicht die Lösung an sich. Also TDD Supplemented ist ein Algorithmus zur Erstellung von Produktionscode in Ungewissheit. Ja, und das ist noch iterativ, sodass er das auch erfolgen kann. Das ist natürlich iterativ. Wir gehen immer wieder darüber durch und fragen uns, welches kleine Problem lösen wir jetzt? Okay, ist nur Problemlösung, Problemlösung. Wir haben nur zwei Probleme, zwei Teilprobleme gelöst in Form von Testfällen. Und irgendwann sagen wir, okay, diese Teilprobleme sind gelöst. Jetzt erstellen wir unseren Produktionscode daraus. Und TDD Supplemented ist eine Methode, um das so zu tun. Finden wir hier irgendwie ein Muster? Können wir etwas herauslösen? Ich weiß, es ist spät, es ist warm, das Bier fängt an zu wirken. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich sehe diese Zeile hier zum Beispiel zweimal. Die ist da und da. Und dann sehe ich hier noch eine Zeile darunter. Die könnte ich mir hier denken. Die ist quasi auch dort. Kann ich hinschreiben. Also, kann ich auch probieren. So. Aber ich weiß, diese Zeile ist leer. Wir können mal eben schauen, ob das stimmt. Jawohl. Das ist ein Sonderfall. Dass der Zeilenabbruch so sauber funktioniert, dass nichts übrig bleibt, nein, das ist selbst zu erwarten. Ganz am Schluss vielleicht. Aber ansonsten beim längeren Text meistens eben nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein Muster nun, was ich ein bisschen künstlich hervorgehoben habe. Diese beiden Zeilen passieren immer wieder. Da könnte ich jetzt sagen, das finde ich irgendwie nett, dieses Muster möchte ich herauslösen. Dann schreibe ich jetzt hier in der Testklasse eine Methode dafür hin, was sie zurückliefert. Nämlich mal Fragezeichen. Ich nenne sie Abbrechen.
da geht ein Text rein und eine Zeilenlänge und irgendwas kommt raus. Drin steht und dies. Und da muss irgendwas zurückgeliefert werden. Was? Na, diese Kombination. Wie machen wir das? Wir können jetzt dynamische Programmierung machen. Wer ist für dynamische Programmierung? Wir könnten aber auch uns selbst einen Typ dafür definieren. Ich nenne ihn mal Struct. Abbruch. Zeilen und Public. Test. Und genau das liefern wir hier zurück. Achso, reingeschrieben. Und Test. Okay, und das hier soll Zeile. Und jetzt refaktorisieren wir halt. Wir nennen das Varo gleich abbrechen, Text, Zeilenlänge. Und hier interessiert uns natürlich vom Abbruch nur die Zeile. Den Rest können wir auch prüfen. Okay, und hier ist es auch so. Das können wir jetzt mal prüfen. Läuft jetzt weiterhin. Jawohl. Und die hier. Das haben wir und dann bauen wir aus diesem Rest oder aus dem, was wir da gemacht haben, Upload. Zusammen. Okay, erfolgreich refaktorisiert, aber nochmal, das ist sozusagen vorläufig. Ne? Schon ein bisschen einfacher gemacht wie Tests, aber das irgendwo in ein Wrap zu packen, in eine eigene Klasse zu packen und zu sagen, das ist schon der Produktionsgut, traurig ist noch nicht. Zu wenig Muster. Dann jetzt mal weiter. Was ist unser dritter Testfall? Aha, diese. Gut. Wie nennen wir das? Text mit einem O, Text mit N Wir nehmen wieder unsere bisherige Lösung. Wir glauben daran, dass das irgendwie cool ist, wie wir das bisher gemacht haben. Zeile 3. Was ist die Länge? Auf 6. Abbrechen. Zeile 1, Zeile 2 und Zeile 3 soll rauskommen. Naja, so einfach funktioniert es natürlich nicht. Dazu eine Frage, warum den Test nicht mit zwei Umbrüchen nennt. Weil es sind ja auch nur wirklich zwei Umbrüchen. Okay. Wenn man das mit der Länge hat, oder gegebenenfalls größer 2 oder 20, keine Ahnung. Also da ich schon weiß, es gibt nicht mehr Tests in dieser Weise, gut. Ist es für mich jetzt schon die Generalisierung. Aber können wir auch mit zwei Umbrüchen machen. Das hört sich an, als sei es irgendwie noch speziell für 2. Aber ich möchte eigentlich hier an den Punkt kommen, dass ich für N das kann. Ja. Jetzt ist es aber für 2, hast du völlig recht. Vielleicht ist es auch ein temporärer Testname, warum nicht? Dann werden wir umbenennen. Okay, das klappt also nicht. Warum klappt das nicht? Ja. Mal gucken. Was passiert also? Zeile 1 und Zeile 2 sind schon richtig zusammen, aber Zeile 3. Da passiert denn das noch nicht. Klar. Also wir müssen jetzt schauen, wie tun wir denn das richtig. Das Resultat ist halb korrekt, aber den Rest da hinten ran zu tun, das ist zu viel. Im Rest steht zu viel drin. Wir müssen den Rest nochmal durch abbrechen. Wir müssen eigentlich mit dem Rest das nochmal machen. Ne? Also ich schreibe das mal hin, sowas wie Abbruch, abbrechen und jetzt ist es der vorherige Abbruch, Rest, mit dem wir das nochmal machen. Also das war auch natürlich nicht. Schon. Wir müssen jetzt nur überlegen, wie wir das mit dem Resultat machen. Vielleicht sowas wie Resultat gleich
Zeile. Hier ist es die Zeile einfach rein. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt Resultat was reintun. Dann müssen wir hier ans Resultat was anfügen. Ich höre auf, ist das sowas? Plus Abbruchzeile. Na, das ist ein bisschen anders. Aber okay. Ist es jetzt schon richtig? Plus Löschen, plus Leistung. Jetzt haben wir eine zweite. Ach, Mist. Dann können wir natürlich das dritte noch da reinmachen. Jetzt nochmal Resultat plus Abbruch lässt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Was springt uns denn da jetzt nun entgegen? Also hier ist eine Wiederholung ganz deutlich sichtbar. Also grob strukturell, nicht im Detail. Ne? Also wir machen etwas mit, wir holen uns einen Abbruch und dann holen wir uns nochmal einen Abbruch und nach einem Abbruch machen wir was mit dem Resultat. Nach dem Abbruch machen wir was mit dem Resultat. Hier machen wir nochmal was mit dem Resultat. Ja. Könntest du eigentlich die Zeile nochmal machen, Abbruch gleich abbrechen, dann wird es bis später. Okay, können wir machen. Wir brauchen uns daran. Hier jetzt Abbruch wieder Rest. Ne? Zeilenlänge. Und jetzt müssten wir aber hier wieder Zeile sagen. Ja. Gucken wir, was passiert. Funktioniert immer noch. Jetzt müssen wir nur aufhören. Aber es ist ja schön, dass wir sehen, dieses hier wiederholt sich auch. Im Resultat wird immer irgendwie eine Zeile hinzugefügt und am Anfang ist es mit dem Resultat irgendwie leicht anders. Was ist das hier? Was sehen wir da? Was passiert da? Jetzt kommt Informatiker. Jahrelanges Training. Rekursion. Ja, genau. Ich würde sagen, wir sehen tatsächlich ziemlich schnell eine Rekursion und nicht eine Schleife. Und das liegt daran, dass wir hier an der Stelle immer den Rest einsetzen. Wir verkleinern das Problem. Und am Anfang ist das Problem der ganze Test, dann ist es ein Resttext, dann ist ein Resttext, dann ist ein Resttext. An der Stelle drängt sich uns die Rekursion auf. Und ich sage euch, wenn ihr auch eine Boxlösung anguckt, ne, das ist ausführlich beschrieben in so einem Dialog online, dann ist das so ziemlich das Letzte, was ihr meint. Und relativ umständlich. Und ich finde, hier durch dieses Pattern sehen wir das. Echt, das sieht ein Junior-Programmer eigentlich, wenn man mal einmal Rekursion gehört hat. Also nicht die Schleife, sondern die Rekursion. Na gut. Also, wenn hier eine Rekursion ruft, dann machen wir eine Rekursion draus, dann verpacken wir das irgendwie in eine Methode. Wie nennen wir die denn? Da würde ich das sagen, ganz keck, Result gleich Wrap. Und am Anfang geht ein Text rein, dann geht die Zeilenlänge rein und am Ende geht das bisherige Resultat rein. So ist das bei Rekursion, ne? Wir könnten das weglassen, aber dann können wir uns nicht rekursiv aufrufen. Denn wo ist das, was wir mitschleppen durch die Rekursion? Schon die Teillösung. Ist die global? Das wäre ja doof. Also müssen wir die Teillösung irgendwie mit reingeben und die ist dahin. Das ist auch ein ganz typisches Muster. Und dann machen wir einfach mal String Wrap. Oh, Text. Das nenne ich mal Umbruch. Und da tun wir, na, das kommt ja häufiger vor, tun wir das mal da rein. Und hier schreiben wir mal Umbruch hin. Und sicherlich soll am Ende irgendwie Return Wrap, tja, das mit dieser Rekursion natürlich gemacht werden. So mal ganz grob. Ist allen klar? Wir rufen Wrap auf. Wrap bricht ab, baut sich einen Umbruch zusammen und ruft sich dann selber mit dem Rest auf und gibt den Umbruch rein. Dann brechen wir von dem Rest, der hier reingegeben wurde, wieder was ab, bauen das an den Umbruch ran und ruft sich wieder selber auf. Und so weiter und so fort. Ah, es wird der Abbruch bedingt. Das typische Muster ist auch hier, ich schreibe mal an. If
Und was haben wir da? Text. Leer. Return. Dann haben wir im Umbruch unser Ergebnis akkumuliert. Probieren wir das mal aus. Sind wir ganz happy. Schön cheat. Verschwinden lässt. Ich zeig nochmal. Also schön Zeile 1, nächste Zeile, Zeile 2, nächste Zeile, Zeile 3, super, soweit gut, entspricht dem Büro. Aber am Anfang ist da schon so ein Zeilenwechsel. Das passt natürlich nicht. Es gibt also eine Sondersituation, wir müssen den Anfang unterscheiden. Denn der Anfang, wenn wir gerade erst begonnen haben, wir haben noch nichts abgebrochen, ist ein leeres vorläufiges Ergebnis, dann dürfen wir nicht einfach schon diesen Zeilenwechsel da reinschneiden. Na gut. Hast du nicht einfach den Umbruch in Zeile 56 trimmen, bevor du jetzt reingehst? Den Umbruch trimmen? Ja, ja, den Punkt trimmen, dann. Okay, dann. Gucken wir mal. So, sogar Trim Start vielleicht. Dann machen wir es so. Aber wenn nicht. Ja. Okay. Ich überlege gerade, ob das da der richtige Ort ist oder ob wir eher sagen. Das ist so dann auseinandergezogen, ne? Ob wir eher sowas machen. Und es ist an einem Ort. Hier bauen wir den Umbruch zusammen. Dann hast du das zu früh rausgenommen. Bitte? Dann hast du doch das. Ja. Ah, genau. Ja, ja, du hast recht. Oder? Wir probieren es aus. Spekulation? Nee. Nee, wir können es ja noch vorne gehen. Ja. Ach, guck, funktioniert auch so. Also, bis dahin würde ich sagen, dann lasse ich es lieber hier zusammenstehen, als nur am Ende das zu machen. Erstmal einverstanden, können wir ändern. Funktioniert beides. Und dann würde ich das vorziehen, wo mir die Behandlung des Umbruchs dichter beieinander steht, als dass ich es hier oben nochmal mit rein tue. Okay. Wir haben ein Muster gesehen. Natürlich können wir jetzt hingehen und sagen, das bauen wir überall rein. Textzeilenlänge und auch das funktioniert mal und ebenfalls hier oben. Etwa Salz gleich. Okay, erfolgreich refaktorisiert. Ralf, das war nicht mein, das eine Problematik beim, ich sag mal, dem klassischen TDD, wäre, dass du im Nachhinein eventuell, wenn du halt was umbaust, egal wie KISS man das umsetzt, eventuell eben deine Test wieder bricht. Und in dem Fall hast du halt das Problem, dass du im Prinzip in alle vorherigen Tests gehen musst, über das neue einbauen musst. Ist das ein Problem? Ja, es ist im Prinzip der gleiche Aufwand. Naja, aber hier tue ich das im Sinne einer Verfeinerung der Lösung. Und ich muss es auch tun, sonst habe ich ja da Zeugs drinstehen, was aus dem Trittgerät mit dem Produktionsgerät. Ich muss zurückgehen und testen. Das hört sich irgendwie uncool an für TDD, wo man ja sagt, passt den alten Test nie wieder an. Der darf ja eigentlich nie wieder brechen oder so. Ich würde sagen, nee, hier ist das gerade eine Tugend, indem ich feststelle, ob das, was ich mir hier als Muster ausgedacht und rausgezogen habe, ob das auch in den alten Dingern wirklich passt. Ich finde das nicht schlimm. Das ist eher, also für mich, wenn ich das so betreibe, eine Form von, nein, nicht Meditation, aber Abstand gewinnen, in Ruhe durchgehen und diese Dinge anpassen. Und richtig viel ist es ja auch nicht. Es bleibt überschaubar. Wir reden nicht über tausende von S. Dann hast du ja ein anderes Problem, ne? Und ist deine Funktionseinheit zu groß. Nee. Ich glaube, man verliert aber die Gedanken, die man auf dem Weg dahin hat. Ja, man verliert die Gedanken, die man auf dem Weg dahin hat, wenn man den Partner wirklich mal anfasst. Wenn du dann die Möglichkeit hast, aber nochmal zu produzieren, dass man beide einfach den Gedanken Schritt für Schritt und zusätzlich nochmal den Code refaktorisiert.
Da verliert man etwas oder gewinnt man etwas? Man verliert den Gedankengang, den man hatte. Man verliert den Weg, den man gedacht hat. Also, ich verliere? Nein. Ja, man hat ja nicht. Wenn du den Teil ausschneidest, die du jetzt quasi ja bearbeitet hast, die zeigen ja Meilensteine auf deine Berufsbindung. Und wenn die jetzt. Also, wenn du das mal einschränkst, dann verlierst du quasi den Meilenstein. Also, okay. So, ich verliere meine schrittweisen Lösungen, meinst du? Okay, da ist was dran. Aber ich gewinne ja etwas, ich gewinne diese Integration, ich gewinne die Verdichtung, die ich am Ende haben will. Dann ist zwar im Sinne eines Event-Sourcing sozusagen, fehlt da etwas, aber ich bewege mich in anderer Weise auf das zu, was ich da eigentlich herstellen soll. Ich würde zusetzen, dass man ja jederzeit mit Git oder so halt eben einchecken kann. Also sagen, ich habe jetzt meinen Aspekt gleich, man müsste jetzt überhaupt nicht drauf eingehen, aber das denke ich mir halt einfach dazu. Du schreibst einen Test, hast einen Fall. Und da die hier ja unabhängig voneinander sind, auch sehr fein dran da, kann man hier halt viel öfter einstecken drauf. Ob man das macht, das muss man sich entscheiden. Also wenn das für dich wichtig ist, wäre das tatsächlich ein Weg, um das zu erhalten, diese Lösungsschritte. Aber in jedem Fall ist es ja kein Unterschied zu den normalen Theorien. Da hast du sie nie. Also erstens zumindest zeitweise, sodass du eben an den Punkt kommst, vergleichen zu können, Muster erkennen zu können. Das finde ich hier so charmant daran, dass für das Refactoring nicht irgendwie sozusagen so Expertinnen-Know-how notwendig ist, sondern es drängt sich jedem auf, der halbwegs zwei und zwei zusammenzählen kann und Muster erkennen. Also es sind richtige formale Muster, gar nicht so sehr inhaltliche Muster. Ja, aber langfristig gesehen, wenn man auf einer Fehlersuche ist und man eben das nachverfolgen kann, was man sich gedacht hatte, dann so machen kann, ist vielleicht leichter wieder in seine Gedanken reinzukommen. Wenn das da bleibt. Ja. Aber man kann es ja mit Git oder. Also überleg dir, ob du es mit Git machst, überleg dir, also das würde ich wirklich empfehlen, das fällt mir gerade ein, dass es dir so wichtig ist, warum duplizierst du nicht die Testmethode und kommentierst die eine aus. Wenn dir so ein entscheidender Schritt notwendig, also zu erinnern ist. Das Problem hast du bei der Faktoren ja immer, dass du irgendwann verlierst, originär da war. Das ist für mich auch das, wo Zeug wieder dichter zusammenkommt und hohe Kohäsion entsteht und dadurch irgendwie Energie freikommt. Also das ist meine Fühle. Okay, wir haben jetzt die ersten drei Tests hier. Und jetzt machen wir den nächsten. Da brechen wir um, das ist der Unterschied an so einem Leerzeichen. Und zwar brechen wir vor dem Leerzeichen um, nach der 1. Erstes Zeichen, zweites Zeichen, drittes, viertes, fünftes, sechstes. Und das sechste ist zu Ende, ist das vor dem Leerzeichen. Umbruch vor Leerzeichen. Wie machen wir das? Naja, wir nehmen wieder unsere bisher bewährte Lösung und gucken einfach, was passiert. So, hier kommt das Leerzeichen rein. Wir erwarten, dass da hinten kein Leerzeichen ist. Ne? Da oben, aus dem Ding mit dem Leerzeichen, mit einem Ding ohne Leerzeichen. So ist die Definition dieser Problemstellung. Und wir tun das da mal so rein und gucken, was passiert. Oh oh. Das ist jetzt doof. Rot, aber richtig rot. Index der Länge müssen wir auf eine Position der zweiten Folge beziehen, Lens, what? Das können wir natürlich mal reinschauen und fragen, wo passiert das? Aha, hier. Tja, das weiß ich nicht. Was nun? Ja, das ist ein Zeilen. Bitte? Maximum von Zeilen und Zeilen. Ja. Frage ist aber, was machen wir jetzt? Fangen wir mit dem Buggy. Oder? Machen wir was anderes. Ich würde sagen, wir machen was anderes. Wir gehen zurück in unsere Lösung. Wir nehmen Code aus. Also wenn wir hier jetzt anfangen zu ändern, ist das eigentlich gegen den TDD jetzt implementiert. Weil wir sagen, Lösung muss in Testcode geschaffen werden. Für Kleinigkeiten würde ich davon abweichen. Wenn ich direkt hier etwas sehe, dann baue ich da ein, teste, ist super. Aber wenn ich mir unsicher bin, und wir sind uns jetzt anscheinend unsicher, gehe ich einen Schritt zurück und sage, gut, dann müssen wir uns da rankommen und das von Hand tun.
wir sagen, Result gleich Abbruch. Halt, Stopping. Abbruch gleich. Was haben wir? Abbrechen. Text, Zeilenlänge und Result ist Zeile. Wieder Abbruch. Abbrechen. Test. Zeilenlänge. Und was machen wir da? Oder Result. Wir dürfen jetzt wissen, was unser Testfall ist. Ne? Also kann ich ruhig hier hinter das direkt ausschreiben. Und dann sagen wir Abbruch. Wir simulieren ja. Abbrechen. Und da dürfte eigentlich nichts mehr kommen, aber wir machen es trotzdem, um zu demonstrieren, wie das so gehen könnte mit Red. Aha. Das String musst du da jetzt aber auch noch mitmachen. Bitte was? Wir haben ja unten in der Methode das Trim. Ja. Mitgeschrieben. Das wirst du jetzt einfach weglassen. Muss ich erstmal den gleichen Zustand erreichen? Okay, ja, können wir machen. Wo machen wir das am besten rein? Na, hier brauchen wir es nicht reinmachen. Hier dürfen wir es nicht mehr reinmachen. Doch, ja, wir dürfen sagen, Result gleich Result. So meinst du, ne? Ja, genau. Okay, wir probieren es nochmal. Es wird jetzt nicht besser. Jetzt. Hier bei der 87 sind wir natürlich wieder ein Abbrechen drin. Wir müssen aber mal herauskriegen, bei welchem Abbrechen das passiert. Und das ist hier die 66. Wir sehen also, beim letzten Mal passiert da etwas. Beim letzten Mal abbrechen. Warum passiert das? Es kommen 6 Zeichen mehr. Genau. Das schießt über das Ziel hinaus. Hinten dieses Substring. Also müssen wir etwas verändern und dafür nehmen wir das wieder hier heraus. Jetzt werden wir konkreter. Müssen wir gucken. Text ist natürlich hier unser Abbruch-Rest. Da kommt die Zeile raus und dann haben wir den Abbruch-Rest. Das ist richtig. Was passiert da? In 66, genau hier. Das ist unser Problem. Jetzt finden wir dafür genau hier eine Lösung. Wie sieht die Lösung aus? Das machen wir jetzt auch über die Bugging. Bitte? Das ist jetzt aber auch über die Bugging oder das Durchsteppen halt. Ja, das ist richtig. Das ist auch eine Form von Debugging, aber hierbei entstehen Codestrukturen. Und wenn ich da Doppelungen wieder sehe, dann habe ich den Vorteil, die Muster auch tatsächlich zu sehen. Erstens. Zweitens. Was immer ich tue, um die Lösung herbeizuführen, ich mache garantiert nichts anderes kaputt. Und wenn ich mit Debugging irgendwie in die Tiefen vorgedrungen bin und da was ändere, weil ich sage, ach so, so geht's, dann weiß ich nicht, was ich alles andere kaputt mache. Und das Dritte ist, also gefühlsmäßig mindestens, bringt mir das einen größeren Fokus. Ich mache mir mehr Gedanken darüber, wie kann ich das auch rausziehen? Also ich übe mehr Druck auf die Struktur aus. Wenn ich das nämlich nicht leicht rausziehen kann, dann habe ich eigentlich etwas sehr verwoben. Und das merke ich hierbei, wenn ich es hier reintun muss. Bisher haben wir nichts Tolles verwoben. Okay, was ist da? Ich würde sagen, wir probieren mal sowas wie Mitten. Ne? Sowas wie Zeilenlänge und Abbruch, Rest, Left. Was passiert jetzt? Ups. Aha. Jetzt in 67. Das ist dasselbe normal, ne? Das kann man das ja auch aussehen. Also bitte was? Das Min können wir das einfach auch aussehen. Ne? Das Min können wir was? Zeilenlänge ist gleich da oben. Zeilenlänge ist gleich Min, Zeilenlänge und Abbruch. Wieso sollen wir Zeilenlänge was Neues zuweisen? Wir können einfach sagen Min. Ups. Ups. Nicht? So. Das ist halt nochmal gehoben. Ja. Achso, rausziehen im Sinne einer Variable. Ja, ja.
Das ist für mich eine Optimierung. Ist schon genug? Eine Klammer fehlt schon. Aha. Jetzt rauben wir uns ran. Also kaputt gehen tut es nicht mehr, aber wir sehen, dass da etwas falsch läuft. Hier. Ich habe das Beschränkung unten und Türschneider. Ja. Das heißt. Also, irgendwie ist da vorne diese Zeile, die wir abbrechen, irgendwo führen zu lang. Das wäre jetzt eigentlich morgen nicht. Was tun wir denn da? Was machen wir? Bitte was? Mit Trittstrahl. Sowas. Und da. Ja. Jetzt passiert 2 Stelle 2. Was ist denn da jetzt? Das ist gut. Das kommt noch nicht. Nochmal. Warum ist die Zeile 2 da immer weg? Space Metal noch? Wir schneiden aus Versehen mit den Substringen ab. Ich glaube, das Problem ist woanders. Es ist nicht hier, sondern uns hier. Muster erkennen. Hier hinten hilft uns das mit den Maßen hin. Das macht es ordentlich. Das können wir hier sehen. Da würde ich sagen, das können wir gefahrlos übertragen in unser Abbruch. Dann kriegen wir das hier sauber raus. Dieses hier, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das steckt hier so dazwischen. Weiß ich noch nicht. Wie das so richtig aussehen soll. Mit dem Trimster. Also erstmal die Methode reparieren, die irgendwie fehlerhaft war, dann uns um das Neue kümmern. Und die Methode reparieren ist ja hier, unser Abbrechen. Zeilenlänge und Text. Dann setzen wir hier wieder ein. Abbrechen. Das Rest, ne? Zeilen. Das brauchen wir nicht. Aber das Objekt auch nicht knallen. Tut es auch nicht, weiter nicht. Sehr schön. Dann müssen wir gucken, was haben wir denn mit diesem komischen Trimstart hier? Was steckt da so zwischen? Wir haben einmal abbrechen und dann wird das Resultat richtig gesetzt und dann kommt dieser Abbruch mit dem Rest und dann haben wir hier ein zweites Mal abbrechen. Tja, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Und gucken wir uns den nächsten Test an. Umbruch nach Zeiten. Und hier oben, dieses da. 6, 7 stehen nach dem Leerzeichen vor dem nächsten Wort. Das soll aber genauso aussehen. Wir ändern also hier dran. Ein 6 und eine 7 und hoffen, dass das gleiche passiert. Aber kaputt. Na, ist. Jetzt ist hier hinter einem Messer. Zu doof. Wo kommt das denn hin? Da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich sowas wie hier Abbruchzeilen. Abbruchzeilen. Und hier darf ich ja ruhig spekulieren. Ne? Ich mache ja nichts kaputt. Schreib da mal in den Test was rein. Ich habe jetzt eine Idee, was ich machen kann. Dann probiere ich das einfach mal aus.
Ah, okay, das war's. Jetzt kann ich hier drauf schauen und gucken, findet sich da irgendwie eine gewisse Ordnung. Und da stelle ich fest, hier haben wir so einen Abbruch, eine Korrektur. Ne? Hier haben wir auch eine Korrektur, können wir die vielleicht zusammenfassen? So. Dann haben wir Abbrechen, Korrektur, Resultatzusammenbau. Abbrechen, Resultatzusammenbau. Da fehlt die Korrektur dazwischen. Ja. Vor Abbrechen ist immer auf Text aufnehmen. Bitte was? Vor Abbrechen ist erste Aufruf, von Abbrechen in Text kommen einfach die Leerzeichen. Vor Abbrechen immer den ganzen Text trimmen, ja. Meinst du? Können wir ausprobieren. Du machst hier Text gleich Text drin. Ja. Da hilft es nicht. Wollen wir das als nächstes probieren? Wollen wir das mit der Anlage vorher auch noch machen? Mit was? In der zweiten Abrechnung. Hier, so, da. Und so. Das ist natürlich der S, genau. Das ist irgendwie suboptimal. Wir kriegen die Zeile nicht zu fassen. Da finde ich die andere Lösung schon besser. Im Endeffekt müssen wir alle Leerzeichen rausnehmen. Ja, nee, wir müssen nicht alle Leerzeichen rausnehmen. Das würde ich nicht sagen. Ist das so? Das ist ja immer eine interessante These. Also gucken wir mal, ob sie da funktioniert. Bei dem Test, die wir sehen, müsste das so sein. Aber ja, dass die Regel dann leider immer weiter das wäre. Ja, interessante These. Das funktioniert nicht. Bitte was? Funktioniert nicht, dann hätten wir Zeile 1 Z und eine 2. Okay. Wenn man eine Zeile vorher ansehen würde, funktioniert nicht. Okay, schön. Das finde ich auch okay. Ich würde das erstmal stehen lassen. Also da noch mehr rumzuhüsern, weiß ich jetzt gerade nicht. Wir probieren jetzt mal mit dem dritten Fall aus. Da ist der Umbruch. Da ist der Umbruch nach dem Leerzeichen. Also hier, da wird geschnitten, ne? 8. 6 war hier vor, 7 war danach, 8 war hier nach. Und trotzdem soll er realisieren. Das Problem ist, dass wir erst zählen müssen und dann irgendwann was abschneiden. Ja. Dann muss er realisieren, hoppla, da ist ja ein Leerzeichen davor, jetzt will ich aber kein Wort kaputt machen. Umbruch Leerzeichen und SM, Umbruch in Wort nach Leerzeichen. Wir stellen uns wieder ganz doof und sagen, wir nehmen unsere Lösung, wie sie bisher war, und probieren das mal aus. Haben wir jetzt drei? Ja genau, wir haben drei so ausführliche Lösungen. Das Rap ist noch nicht wieder gut integriert. Also hier haben wir, würden wir eine 8 reinfragen. Und schauen wir, was hier passiert. Ja. Das hier nenne ich den Kopf dieses Wortes, also das Wort wurde geköpft, abgeschnitten. Jetzt müssen wir eigentlich den Kopf wieder annehmen und diesen Umbruch irgendwie ein Stückchen korrigieren. Was machen wir denn da? Wir müssen uns überlegen, wie wir das hier einbauen können. Wo passiert denn das? Das passiert schon gleich beim ersten Mal. Na, diese Zeile ist schon zu lang. Schon beim ersten Mal schneiden wir zu viel ab. Hier ist es schon passiert. Das Kind ist schon im Boden. Da hilft auch gar kein Trip unser Kram. Wenn wir uns hier jetzt eine Lösung überlegen, wie kriegen wir das denn hin? Ich würde sagen, wir müssen uns in der Zeile anschauen, ob die so einen Kopf enthält. Und das bedeutet, dass eigentlich in ihr ein Leerzeichen ist. Das, und wir wissen das jetzt hier in dem Text, wissen wir das? Aber woher wissen wir, ob der Kopf im Kopf ist und nicht einfach ein Zeichen, was da stehen sollte?
Wissen wir vielleicht gar nicht. Müssen wir vielleicht noch einmal einen Test machen. Aber, nee, das wissen wir natürlich, denn wir wissen ja, dass die Zeilenlänge, ne, die soll so sein. Achso, du meinst, wenn danach ein Leerzeichen käme, ja. Dann wäre es kein Kopf. Ja. Das müssen wir aber prüfen. Aber nicht in diesem Fall. Wir brauchen ja einen neuen Testfall, das finde ich ja spannend. Aber euer Pech, wir müssen länger testen. Keine Ahnung, schon schlau. Also wir müssen einen nächsten Fall haben, nämlich der so aussieht. Das hast du gemeint, ne? Und jetzt sollte tatsächlich die Lösung so aussehen. Ja? Das sind ja das komplizierte. Ist das richtig? 8? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Bitte? Ist bekannt, was damit überhaupt für Probleme gelöst werden soll? Weil die Weltherrschaft oder? Meinst du mit WordPress? Ja. Ist einfach eine Kacke. Was soll mit FISPAS gelöst werden? Mit einem Trinkspiel. Ja, der Algorithm. Das ist jetzt ein Trinkspiel für erwachsene Entwickler. Okay, also, wir haben hier einen Fall, den wir aber lösen können, den wir einfach sagen, ist davon derzeit noch nicht. Wenn wir einen Last-Index haben, den haben wir hier, was haben wir dann? Dann müssen wir das korrigieren, das Problem. No? Dann müssen wir Test, den müssen wir korrigieren, also müssen wir irgendwie den Kopf daraus lösen. Das machen wir mal separat. War Kopf gleich Abbruchzeilen. Und was jetzt? Substring. Und zwar von I Leerzeichen vorkommen. Ab da, das letzte Leerzeichen vor dem Kopf. Also wo steht es denn eigentlich? Diese Position. Ab da irgendetwas nehmen. Wahrscheinlich ist das Leerzeichen vor Kopf plus 1 bis zum Ende. Ist das richtig? Das ist der Index, wo es losgeht. Ne? Das ist der Kopf. Dann müssen wir aber den Abbruch korrigieren. Dann muss die Zeile wieder gekürzt werden. Das ist Abbruchzeile Substring 0 bis ein Leerzeichen vor Kopf. Und dann nehmen wir das natürlich auch noch einen weg. Und dann können wir den Kopf, den Rest korrigieren. Abbruch und Rest gleich Kopf plus Abbruchrest. Können wir probieren? Ja, warum macht man es richtig? Das Problem haben wir gelöst. Jetzt haben wir ein Muster. Wir sehen das hier, das macht keinen Schaden zumindest, das kann drin stehen bleiben. Und wir sehen dies hier als Korrektur für diesen Fall. Und dann machen wir doch den nächsten Fall. Also Abbruch, Umbruch, Umbruch, Trauer. Wie nennen wir denn das? Voll schön sind. Noch schauen, ob du was zusammenfassen kannst. Okay, gucken wir jetzt, was wir zusammenfassen können. Weil ich finde, wir sind ein bisschen über das Refaktorisieren zu schnell drüber. Können Sie vielleicht das noch so eben mit oben oder so? Oder? Jetzt sehen wir tatsächlich keine Zeichenmuster, würde ich sagen, sondern jetzt sind wir in unserem Gespür gefragt und suchen nach einem Aspekt. Was ist das für ein Aspekt hier? Das ist Aspekt abbrechen. Was ist das für ein Aspekt hier? Result. Result plus irgendetwas und so weiter. Das ist der Aspekt Zusammenbau. Und da, dieses hier, scheint mir ein anderer Aspekt noch zu sein. Das ist sowas wie Aspekt Korrektur. Wir haben abgebrochen, eigentlich würden wir es gerne zusammenbauen. Ah, knapp daneben. Und nach meinem Gefühl, wir sagen, weil das auch so ein Aspekt ist, ziehen wir raus. Wir machen eine Korrektur draus. Dazu würde ich aber, glaube ich, erstmal das Muster, was ich sehe, dieses hier als Zusammenfassung,
würde ich übertragen wollen auf den Fall davor. Das dürfte ja keinen Schaden nehmen. Hier haben wir schon den einen Teil des Musters, dieses Aspektes, und dann setze ich den zweiten Teil des Aspektes einfach mal da rein und guck, was passiert. Und da knallt es dann. Mhm. Weil wir da nicht dieses Leerzeichen haben. Also, was machen wir? Wir könnten hier sagen, hoppla, so. Die Korrektur gibt es nur, wenn dann überhaupt so ein Leerzeichen drin ist. Dann ist das auch wieder grün. Und dann übernehmen wir das doch so komplett wieder in den nächsten Test. Aber wir müssen auch irgendwie überprüfen, ob es zu weit hinten ist, oder? Zu weit hinten? Es gibt ja theoretisch Pfeile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann hinten. Du darfst mir gerne einen neuen Testfall nennen. Ja. Für diese Testfälle reicht es aus. Ja, ja, ich weiß. Also wir können lassen das rausrefaktorisieren und dann können wir uns auch noch wieder Testfälle brauchen. Also jetzt haben wir eine Wiederholung mit diesem Muster hier. Ich würde sagen, nehmen wir das raus und nennen das Korrektur. Das Korrektur. Korrigiere. Was kommt denn da raus? Wieder nach oben? Und was brauchen wir für den Abbruch? Na, da brauchen wir Konstant. Ihr seht, ich bin nicht so der Ober-Refaktorisierungstool-Handhaber. Ich mach das auch nochmal von Hand, weil ich das hier. Also ist es jetzt unsere Aufgabe, unsere Korrektur in Form von korrigierender Funktionalität wieder ins Rap reinzuholen. Können wir machen und schauen einfach, was passiert hier. Aha, Abbruch gleich korrigieren. Und dann haben wir dann. Jawohl, passt. Und das hätte ich nochmal hier. Passt auch. Gut. Nächster Testfall. Sechster Fall. Den sechster Fall ist auch noch. Den sechster Fall haben wir irgendwas vergessen. Da, hier oben, den meinst du. Ja, so gut. Okay. Und jetzt haben wir noch diesen Fall hier, mit dieser unseligen, komischen Pseudo-Dekapitation. Wo machen wir einfach mal? Also, wir ahnen ja nur, dass das ein Problem ist, wir wissen es nicht wirklich. Vielleicht ist es schon durch unsere Funktionalität abgedeckt. Ich weiß es nicht. Das war auch mit 8 in der Folge. Also, und da hatten wir Umbruch mit Pseudo-Öffnung. Zack, einen dahinter. Das soll wieder, naja, das soll jetzt anders aussehen. Soll ja so sein. Und so, ne? Richtig? Wer hat sich das? Wir hätten alle einen schönen Abend haben. Ja, hat er fälschlich erkannt.
von Lions Cross. Schöner Name. Ja. Wir müssen wieder dran mitwirken, und zwar von Hand. So soll es nachher natürlich mal aussehen. Jetzt bauen wir das von Hand zusammen. Hier ist es das erste Mal der Umbruch. Da wissen wir natürlich, dass wir die Zeile nicht so brauchen, was machen wir dann halt. Das ist das Problem. Also, hast du auch diesen Fluss gleich, ne? Okay. Und wir machen das nochmal. Gerade, ihr vielleicht Schaber sowas wie Inline Lashes oder so. Das sind ja dann so etwas sensitiv, und da fällt wohl Blut wieder nach oben. Du meinst, ich hier sagen kann, pack mir das irgendwo hin, kann ja sagen, das ist Track Method, da wäre ja der Übelkämpfe von dem Quatsch. Keine Ahnung, viel scharfer, Fans nach vorne. Extract Method, Inline Class. Du musst auch oben eine Rap anschauen. Und dann machen wir das auch immer. In der Methode da oben. Da, wo du sie aufrufst. Wo ich sie auf? Das, was du auskommentiert hast. Also, hier ist sie. Wir meinen also, jetzt mache ich hier so ein. Dann nehme ich das Ding raus. Hier drauf ein Inner. Na, hier soll der Erfolg geben. Inline Pass. Inline. So, inline all using this. Nein. Okay. Was hatten wir hier? Abbrechen. Und dann müssen wir das natürlich zusammenfassen. Und dann hatten wir hier. Was mich inzwischen allerdings nervt, ne? Weil wir noch was dran tun. Dieses mit dem Umbruch hier, das ist immer wieder eklig. Und dann müssen wir mal gucken, das ist das erste Mal, das letzte Mal oder so. Dann stolpert mir schon ein paar Mal, ich hätte das nicht so gut. Und da sollten wir uns überlegen, ob es auch eine Methode Umbrechen geben sollte. Ob wir die jetzt rausholen. Ja, also wo ist das hier unten? Korrigieren, abbrechen. Also dieses hier, ne? Das im Sinne einer Aspekterkennung. Umbrechen ist genau sowas wie abbrechen und korrigieren. Und das Single Level of Abstraction Principle wird hier eigentlich kombiniert. Wir haben hier zwei unterschiedliche Abstraktionsebenen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, komm, lass uns das mal eben da rausnehmen. Dann sieht das hier unten auch nicht ganz so eklig aus. Alle Tests eben noch, außer diesen hier, der geht natürlich nicht. Schon klar. Aber wir versuchen dieses Mal jetzt. Ich kann auch. Umbrechen. Gucken wir mal, was passiert. Dass da F ist, das ist sicher nicht umkühlen. Aber wir machen. Umbrechen. Ist das gut? Nein, ne? Also wir können hier das mit dem Umbruch mit drin hier mal da hinsetzen. Funktioniert gut das natürlich auch. Wir üben für das mal an einer Stelle aus. Ja, alles bemühen. Dann wird automatisch refaktorisieren. Wir können schon glauben, dass hier uns nichts kaputt macht. Und jetzt müssen wir nur zusehen, dass es auch so bleibt. Wenn wir hier. Tja. Der Abbruch geht rein. Eigentlich brauchen wir aber gar keinen Abbruch, sondern brauchen nur eine Zeile. Ne? Also im Abbruch brauchen wir nur eine Zeile, die da angefügt wird. Dann ist das ein String, Zeile. Und na, das nehmen wir natürlich auch aus. Fertig, so. Und das hier ist der bisherige. Und wie machen wir das? Der bisherige Umbruch, klar, wem soll das zugeben? Wieso änderst du jetzt deine Notation? Bitte was? Wieso änderst du jetzt deine Notation?
Meine Mutation. Wird ja, warum hast du es oben anders gemacht? Das hast du nie gemacht. Normal, ich verstehe nicht. Warum nur anders geschrieben hast? Hast du nie. Das, also, ich finde es ein bisschen unschön. Jetzt ist oh, was? Wo ändere ich meine bisheriger und underscore und wo? Und unten schreibst du die Leerzeichen. Schon aufpassen. Also, wenn euch das so wie. Aufmerksamkeitscheck, oder? Nee, ich schreibe eigentlich, das hier habe ich für euch gemacht. Das da oben habe ich für mich gemacht. Und dann kommt nicht mehr länger. Ich muss jetzt das Schick schreiben. Hatte ich aber den Testnamen sowieso schon, ne? Hier oben. Umbruch mit Säule Performance. Haben wir uns gar nichts gesagt. Weil das der Name von den Tests ist. Okay. Also bisheriger Umbruch in 3-Wörter-Namen. Das schreiben wir so. Wir müssen uns aber überlegen, was wir da machen. Also bisheriger Umbruch ist es ja nicht, sondern wir machen einen neuen Umbruch. Umbruch, ja, soll was werden? Der bisherige Umbruch plus das plus Apo-Zeichen, der Pluszeichen. Ne? Das ist es. Und dann sagen wir hier natürlich Umbruch. Ist das. Und das stimmt eben nicht, das wissen wir schon. Diesen bisherigen Umbruch wollen wir dann nur drin haben mit diesem hier, falls der bisherige Umbruch nicht leer ist. Also können wir hier vorsagen, nichts und ansonsten das. Und jetzt gucken wir mal eben, wir lassen unseren Test durchlaufen. Oh, was? Die Signatur beendet ohne Schlaufe. Ja, genau, der Aufruf ist nochmal. Hier kommt nicht die Abbruchzeit rein. Ja, super. Weiß einer, warum das sich andauernd umstellt? Alt-Shift. Ja. Alt-Shift, machen wir nochmal. Ja, sorry. Okay, bis auf den einen mit der Pseudokontrolle, das wussten wir, der steht natürlich viel, ist der Rest aber okay. Wir haben jetzt hier eine schöne Folge: abbrechen, korrigieren, umbrechen und wieder rappen. Abbrechen, korrigieren, umbrechen, rappen. So, und dann müssen wir das ja nur dazu setzen, irgendwo mit der Pseudokontrolle. Hier passiert irgendwas nicht richtig. Dann sagen wir mal. Ja, am Anfang ist das leer, das ist die kleine Änderung, die wir machen müssen. Und irgendwann ist. Eigentlich haben wir halt. Nee, machen eine Zuweisung, so, war doch nicht so. Warum geht das nicht weiter als hier? Yes. Jetzt ist die Frage, wo greifen wir da ein? Wie machen wir das? Wo stellen wir das fest? Dürfen wir nur hier im Test fahren? Ja, sag mal einen Punkt. Am besten ist es, wenn da drei Methoden stehen, nicht zu überlegen, ob wir es da drinnen tun. Also dann müssten wir den Inhalt der Methode hier erstmal herholen, um dann hier drin was zu ändern. Sondern am besten ist es zu überlegen, ob wir nach einer Methode, also zwischen diesen Methoden, etwas einfügen können. Was meint ihr? Wo könnte das gehen? Was sagt der Unitest? Was kann ein Fehler? Da. Also, das ist erwartet. Das ist kein Kopf, der abgetrennt wurde, weil danach ein Leerzeichen kommt. Das bemerken wir nicht und denken, wir haben was geköpft. Haben wir bisher was falsch gemacht? Oder war das bisherige ganz okay? Ja, eigentlich brechen wir jetzt zu viel ab. Wir brechen zu viel ab? Nee, genau, wir brechen zu viel ab und dann korrigieren wir wieder danach. Die Frage, ob wir das abbrechen, die Zeilenlänge vorher schon wissen können, dass sie anders ist. Dass die Zeilenlänge anders ist? Was meinst du damit? Ja, wir könnten nach abzeichnen. Wir wissen aber, wir könnten wissen, wenn wir es prüfen würden, dass vorher der Umbruch schon stattfinden könnte. Aber eigentlich suchen wir nach dem Leerzeichen, was direkt an der Nachstelle ist. Ist das hier noch bezogen oder auf dem Fall vorher? Beides. Also wir versuchen jetzt gerade
Wir haben abgebrochen, haben das Ganze korrigiert und dann versuchen wir die Korrektur mit einer weiteren Ausnahme zu versehen, dass sie in bestimmten Fällen nicht zieht. Und das ist jetzt langsam vergeben. Deswegen die Frage, brechen wir richtig ab? Ich abbreche machen, wenn ich sie korrigieren weiß. Da wollte ich leider korrigieren, müssen wir gucken, ob wir mehr als an der Seite haben. Also, das heißt ja nicht nur, weil wir richtig, bisher richtig korrigiert haben, dass die Korrektur sozusagen absolut richtig ist. Und die Korrektur scheint uns irgendwie nötig, aber wenn, dann sollen wir sie schon richtig machen. Deutet das darauf hin, dass eher etwas im Umbruch falsch ist, in Korrekturen falsch ist? Wenn das so ist, dann setzen wir nichts der Korrektur nach oder vor, sondern dann verändern wir sie. Wir müssen dann nur herausfinden, wo, damit die Korrektur besser wird. Auf ein Leerzeichen überprüfen. Wir müssen dann im Prinzip noch mit endlichen Leerzeichen gucken können, je nachdem. Oder in der Nähe der Leerstelle auch nach anderen Leerzeichen. Oder gucken, ob nach diesem Pseudogruppe noch ein Leerzeichen kommt. Dann ist ein Pseudogruppe und dann können wir nicht weiter korrigieren. Also, ich glaube, so viel Strom geht. Wir hüsern hier rum. Wir wissen nicht, ob unser Korrigieren richtig ist. Das müssen wir mal reinholen. Da passiert irgendetwas falsch. Wir haben einmal schon abgebrochen und jetzt soll korrigiert werden und dann ist irgendwas nach hinten los. Die zweite Korrigieren ist nicht das Problem. Das können wir drin stehen lassen, das können wir auch wegnehmen, das passiert nichts. Okay, also irgendwas ist hier drin falsch. Was tun wir? Wir gucken auf jeden Fall, ob wir vor dem Ende ein Leerzeichen finden. Und dann glauben wir immer, dass wir da noch was abbrechen müssen. Wir haben getrimmt. Wir haben Zeile getrimmt. Wir sind also an dieser Stelle sicher, dass am Ende kein Leerzeichen ist. Last Index of Leerzeichen liefert also nicht das letzte Zeichen in Zeile. Das kann nicht sein. Wenn wir jetzt also ein Last Index of finden, dann ist es vor einem Wortanfang. Ist das zu pauschal? Wir gucken immer nach einem Leerzeichen. Eigentlich müssen wir wissen, ob der Rest wieder ein Leerzeichen beginnt. Aber das haben wir vorher nicht abgeschnitten. Also ich gucke, ob der Kopf mit einem Leerzeichen endet. Hier, da ist ja schon mal ein Problem. Wir haben uns gerade das anfängliche Leerzeichen beim Rest weggeschossen. Also so viel zu dem Thema, wir brauchen nur alle Leerzeichen rausnehmen und dann ist die Lösung wahrscheinlich da. Das wäre hier falsch. Generelle Frage. Finde ich jetzt auch ein bisschen schmerzhaft, die ganze Zeit zu sagen, für den Helm und für den Schaf, ich kriege da für uns. Eigentlich geht es ja um den Roboter, oder? Es geht eben nicht um Götter. Es geht nicht um Götter. Nein, nicht wirklich. Okay. Das habe ich auch lange gedacht. Weil ich finde, jetzt klingt eigentlich zu. Ja. Ich habe auch lange gedacht, dass es um Worte geht, aber ich glaube, es geht wirklich nur ganz doof um Strings. Okay. Vielleicht sind wir sogar jenseits dessen, was die kanonische Aufgabenstellung je war. Den Fall habe ich nämlich irgendwie bisher noch nie gesehen, als Testfall, als Unterscheidung. Da sollten wir mal von der Bobs-Lösung drauf ansetzen, was die da gemacht. Vielleicht kann die das. Also dies vereitelt das Erkennen dieses Problems. Ganz einfach. Da sind wir ein bisschen sehr schnell. Also müssten wir davor eigentlich was feststellen. Wir müssten eigentlich hier feststellen, wenn wir am Anfang Leerzeichen haben, dann müssen wir den Rest schon mal gar nicht tun. Richtig. Wollen wir ausprobieren? Nee. Für was? Nicht richtig, das liegt unter Sechserfall wieder fehlt. Weil wir haben dann Leerzeichen Zeile 2 im Leistungsprojekt. Nochmal dran. Der Sechserfall. Also Zeile 1, Leerzeichen, Zeile 2 und mit 6. Ja.
Hyper genau den Fall, dass der Haskell mit Lettern ja. Es ist nur anders insofern, als dass hier in Zeile 1 dann kein Leerzeichen ist. Ja. Ist das ein Problem? Nö, das ist kein Problem. Genau, der prüft dann und da ist nichts drin, also da passiert dann nichts. Das ist überflüssig, aber das macht nichts kaputt für den Sechserfall. Eigentlich müssten wir nochmal das nächste Zeichen daneben prüfen, ob das Leerzeichen ist und nur wenn das kein Leerzeichen ist, über die alte Regel das auch nicht tun. Ich erlaube mir jetzt mal was hinzuschreiben, nämlich Apro-Test. Ist Status? Ja. Nur wenn das der Fall ist. Ja. Wenn das der Fall ist. Dann dürfen wir den anderen Fall nicht annehmen. Also wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen wir, okay, wenn das der Fall ist, wenn das der Fall ist, so, dann tun wir. Wenn das andere. Nee, war einfach ein Else. Ja? Jemals ein Else? Genau, die Zeile wiederholen. Wenn das mit einem mit keinem Leerzeichen beginnt, dann brauchen wir das wieder. Aber ich sage, wenn es nicht staut, dann müssen wir. Ah, nee, genau. Wir müssen groß ist. Wenn das mit einem Leerzeichen beginnt, dann müssen wir prüfen. Dann fehlt noch so noch. Was? Wir freuen uns vielleicht noch rechts. So. Ja. Aber wenn das mit keinem Leerzeichen beginnt, dann müssen wir den Rest so umtrimmen, jawohl. Aber ansonsten, wenn es mit einem Leerzeichen beginnt, dann ist alles okay, wir müssen das nur wegschneiden. Das Elf muss dann vielleicht so. Welches Elf? Nö. Das passt schon. Das muss man immer machen. An der Stelle muss man es machen. Wir haben ja schon gecached, wenn es keinen hat. Oh, ich glaube das eben. Oder? Moment. Ah, jetzt hat er. Er versucht jetzt. Er versucht jetzt noch die Korrektur. Wenn das nicht mit einem. Ah, der Rest ist erstmal hinten. Der Rest, den wir gemacht haben, ist erst ganz unten, glaube ich. Das ist eigentlich das Ergebnis dieser. Wir müssen eigentlich das Ergebnis abprüfen, was wir hier rauskriegen. Um zu sehen, was wir machen würden. Das war irgendwas falsch. Wenn das Ganze mit einem Leerzeichen startet, dann dürfen wir. Nein, das ist ja der Rest, der den Anfang da. Wir müssen einfach plus eins probieren. Oh, was? Wir müssen. Das Problem ist, dass wir den Rest, den wir jetzt oben denken, dass wir ihn überprüfen, dass eigentlich das, was unten das rauskommt, in der, was wir in dem Gift als Ergebnis steht, wenn der neue Rest ist, das eigentlich. Kann aber ein Name Russis. Johannes. Nee, der daneben. Ich weiß es nicht. Der Gegner hat es gewählt. Also Zeile 115 oder Text mal 3 steht. 115. Ist hier. Ja, das ist falsch, ne? So. Du meinst, dann wäre alles gerettet. Alles weg. Ja? Okay. Das ist jetzt interessant. Jetzt müssten wir eigentlich schauen. Was? Wir hatten hier unten einen Fehler. Der war schon immer drin. Da haben wir unten den Text reingeschickt. Nochmal, das war natürlich falsch. Eigentlich müsste es normal passieren. Okay, wir haben hier was verändert. Wir müssen jetzt gucken, ob diese Veränderung auch in den anderen Fällen funktioniert. Also, nehmen wir das mal raus. Wir packen es hier rein, irgendeinen ist völlig egal. Zum Beispiel den. Und das müsste eigentlich auch gehen, oder? Wenn es funktioniert, müsste es gehen. Interesting. Und wir können es hier nochmal probieren. Und wenn ich das geprüft habe,
geprüft habe. Ja. Dann traue ich mich, das in Korrigieren einzutragen. Wir haben hier das. Das ist korrigieren. Das. So. Abbrechen, Abbruch gleich korrigieren, Abbruch. Ja, und dann setzen wir hier wieder ganz kühl. Okay, und jetzt drücken wir den Daumen und es gibt kein Essen. Okay. Gut. Jetzt zum finalen Schritt. Jetzt haben wir eine ganze Menge Zeugs gemacht. Wir haben also den Testcases erfüllt. Jetzt wird Produktionscode erstellt. Jetzt gilt es, das Zeug rauszuziehen. Wir hätten es einen Tick früher machen können, aber warum nicht jetzt? Klar. Und dann nehmen wir die Klasse Wrapper, CS. Und die hat natürlich, wir wissen es, die hat eine Methode Spring Wrap. Jetzt wissen wir unsere API. Das wussten wir schon vorher. Da nehmen wir, was immer wir gebaut haben, raus. Und sagen hier return. Das macht das übersetzt. Achso, natürlich testen. Jetzt können wir hier. Wir überlegen, ob es eine statische Methode ist. Ja. Nee, ne? Das haben wir jetzt nicht an mit statischen Methoden. Also New Wrapper, sowas, dann kann es auch. Das war da kann sich jetzt natürlich jemand beschweren und sagen, oh, jetzt musst du das alles da hinten wieder eintragen. Ich würde sagen, das fällt mir nicht schwer. Ich finde das eine gute Übung, auch wieder ein Stückchen Abstand zu gewinnen von dem, was ich gerade gemacht habe. In jedem einzelnen Fall zu sehen, kann man zu gucken, ob das was passend aussieht. Also, die sehen so aus und hier, das wollte ich zeigen, dies hat jetzt, weil wir so vorgegangen sind, eine andere Struktur. Das ist der Punkt, um den es geht. Es geht nicht darum, ob man das kürzer hätte formulieren können. Natürlich nicht. Sondern es geht darum, ob das, was wir hier machen, lesbar ist. Das glaube ich. Ich gucke mir die Lösung an und ich sehe, also wenn ich das angucke, weiß ich als halbwegs erfahrener Informatiker, das wird nicht ohne Grund so nochmal aufgerufen, sondern da ist eine Rekursion am Start. Erstens. Zweitens, dann gucke ich mir die Methode an, die da aufgerufen wird und sehe, Up-Wrap bedeutet, wir brechen etwas ab, wir korrigieren etwas und wir umbrechen. Und wenn ich dann mehr wissen will, dann kann ich gezielt reinsteigen, dann kann ich mich fragen, was bedeutet Abbrechen? Abbrechen bedeutet, aha, es wird von diesem Text der Substring genommen, der so lang ist wie die Zeilenlänge, es sei denn, naja, wir haben nicht mehr genug. Und hier der Rest dahinter, den lasse ich so, wie er ist und nehme ihn pauschal.
okay, jetzt weiß ich, was abbrechen bedeutet. Und da drin steckt auch, dass zu deiner Vermutung, es geht um Wortumbruch. Hier drin steckt die Annahme, es geht nicht um Wortumbruch, sondern es geht um Abbrechen. Wenn Wortumbruch wäre, würde ich ganz anders probieren. Dann würde ich nämlich tatsächlich auf Worte parsen, dann hätte ich eine Liste von Worten und würde die irgendwie zusammenbauen. Dann würde ich jetzt nicht so schrittweise vorgehen und immer nur ein Stückchen abbrechen, abbrechen, abbrechen. Dann haben wir dieses Korrigieren, das ist zugegeben, ekelig. Das muss man sich denken, muss man ein Stückchen analysieren, ein bisschen Archäologie betreiben, wenn ihr das nach einem halben Jahr anguckt. Dann ist das schon relativ viel. Was ist da? Da kann man jetzt noch eine Pfadfinderregel drauf anwenden und sagen, das kann ich noch besser benennen, um die Intention da klarer zu machen. Aber es ist eben darin schon gefangen mindestens, dass dieses Abbrechen sehr pauschal ist und womöglich nicht immer funktioniert und es Sonderfälle gibt, in denen irgendwas noch gemacht werden muss. Und am Ende gibt es dieses Umbrechen und da wird der bisherige Umbruch um irgendwie die Zeile erweitert. Da könnten wir auch einen anderen Namen für finden und sagen, Text neu zusammenbauen oder irgend so ein Kram. Das ist uns überlassen. Aber dieser Aspekt ist herausgelöst. Und das ist was anderes, den Text zusammenzubauen aus Einzelteilen, die wir abgebrochen haben, als diese Einzelteile zu korrigieren oder sie abzubrechen. Und dass diese Aspekte herausgelöst sind, dass diese Refaktorisierung so stattgefunden hat, ich glaube ganz fest, dass das dieser Methode geschuldet ist. Dass ich meine Lösungen zuerst in den Testcode reinschreibe. Muster entstehen lasse und zunächst einmal strukturelle Muster, erste Ebene, für jeden klar zu erkennen, wenn eine Wiederholung da ist, dann ziehe ich sie raus. Aber dann natürlich auch aspektorientierte Muster, dass ich denke, inhaltlich passiert hier etwas Besonderes, weil ich das irgendwo zwischen eingefügt habe und das was anderes ist, als das was vorne passiert und das was hinten passiert. Das erfordert dann ein bisschen mehr Erfahrung, aber das ist auch dort deutlich sichtbar. Und ich muss es rausziehen, weil ich sonst einfach nicht weitermache. Und das ist beim TDI 1.0, würde ich sagen, viel, viel optionaler. Und ich muss sagen, ich habe was dabei gelernt. Indem ich so vorgehe. Mache ich das jetzt jeden Tag? Nein. Mache ich jeden Tag TDD 1.0, also nur Red Green Refactor? Auch nicht. Sondern ich habe so einen Schieberegler. Manchmal mache ich das eine, dann bin ich ganz tief drin und will wirklich sehr, sehr kleinschrittig vorgehen, weil ich irgendwie nicht richtig weiß, worum es geht. Manchmal bin ich ein bisschen Forscher, dann mache ich nur ein normales TDD und manchmal bin ich noch Forscher, weil ich tatsächlich Forscher und Ingenieur bin und keine Ahnung habe, worum es eigentlich geht. Dann mache ich noch nicht mal einen Test. Auch das gibt es. Also je explorativer ich arbeite, desto weniger Tests habe ich. Und je mehr Produktionscode ich mache, desto enger teste ich das zu. Ich glaube, zwischen diesen Modi unterscheiden wir besser und sehr, sehr bewusst, sodass wir uns auch nicht künstlich behindern. Denn es gibt ja immer wieder auch die Kritik, die sagt, ich kann doch nicht jeden Tag so vollständig und alles so 100% unabhängig machen. Dann würde ich sagen, ja, stimmt. Wenn du Ingenieur und Forscher bist, dann brauchst du Geschwindigkeit, um zu deiner Lösung zu kommen, um herauszufinden, eigentlich was ist. Dann fährst du da schneller drüber. Aber wenn du am Ende Handwerker sein musst, um Produktionscode zu schreiben, der echt Bestand hat, dann gehst du besser viel, viel kleinschrittiger vor. Und dann kommt die TDD jetzt implementiert. Danke. Ja, Frank Rolf. Seid gut angehalten. Und das mit viel Interaktion, finde ich cool. Ja. Super, danke fürs Mitmachen. Also ich nehme zwei Dinge mit heute Abend für mich. Zum einen, ich bin froh, dass ich nicht mehr programmiere. zum zweiten finde ich es klasse, dass hier so eine versammelte Programmierlinie sitzt und Schwierigkeiten hat beim Trennen von Strings. Und was bedeutet das für die technische Arbeit, wenn ich an den reellen Problemen kann? Das ist die Frage, die ich dabei stelle. Das wollen wir auch noch überlegen. Ja. Ansonsten habe ich mich auch gefreut, dich hier zu haben heute Abend. Und wünsche jetzt allen noch einen schönen Abend. Jetzt setzen wir uns draußen ein bisschen hin, ich zumindest. Während dabei bleiben, will ich auch gerne dabei bleiben und noch ein bisschen Regen austauschen. Okay. 115.
passiert. Ja, das ist falsch, ne? So. Ja. Du meinst, dann wäre alles gerettet. Alles weg. Ja? Okay. Das ist jetzt interessant. Jetzt müssten wir eigentlich schauen. Was? Wir hatten hier unten einen Fehler. Der war schon immer drin. Da haben wir unten den Text reingeschickt. Nochmal. Das war natürlich falsch. Eigentlich müsste es normal passieren. Okay, wir haben hier was verändert. Wir müssen jetzt gucken, ob diese Veränderung auch in den anderen Fällen funktioniert. Also, nehmen wir das mal raus. Wir packen es hier rein, irgendeinen ist völlig egal, zum Beispiel den. Und das müsste eigentlich auch gehen, oder? Wenn es funktioniert, müsste es gehen. Tut es eigentlich. Interesting. Und wir können es hier nochmal probieren. Und wenn ich das geprüft habe, ja. Dann traue ich mich, das in Korrigieren einzutragen. Ja, das war ein bisschen viel, ne? Kann sein. Wir haben hier das. Das ist Korrigieren. Abbrechen, Abbruch gleich korrigieren, Abbruch. Ja, und dann setzen wir hier wieder ganz kühl. Okay, und jetzt drücken wir die Daumen, sonst gibt es kein Essen. Okay. Gut. Jetzt zum finalen Schritt. Jetzt haben wir eine ganze Menge Zeugs gemacht. Wir haben also einen Testcase erfüllt. Jetzt wird Produktionscode erstellt. Jetzt gilt es, das Zeug rauszuziehen. Wir hätten es einen Tick früher machen können, aber warum nicht jetzt? Klar. Und dann nehmen wir die Klasse Wrapper, CS. Und die hat natürlich, wir wissen es, die hat eine Methode Spring Wrap. Jetzt wissen wir unseren API. Das wussten wir schon vorher. Da nehmen wir, was immer wir gebaut haben, raus. Und sagen hier Return Rand Testzeilen. Das macht das übersetzt. Achso, natürlich testen. Jetzt können wir hier. Wir können überlegen, ob es eine statische Methode ist. Ja. Nee, noch nicht. Fangen wir jetzt nicht an mit statischen Methoden. Also New Wrapper, sowas, dann hat es auch. Das war eine statische. Ja. Ja, auch da war eine statische Verlangung. Da kann sich jetzt natürlich jemand beschweren und sagen, oh, jetzt musst du das alles da hinten wieder eintragen. Ich würde sagen, das fällt mir nicht schwer. Ich finde das eine gute Übung, auch wieder ein Stückchen Abstand zu gewinnen von dem, was ich gerade gemacht habe. In jedem einzelnen Fall zu sehen, mal zu gucken, ob das passend aussieht. Und
Also, die sehen so aus und hier, das wollte ich zeigen, dies hat jetzt, weil wir so vorgegangen sind, eine andere Struktur. Das ist der Punkt, um den es geht. Es geht nicht darum, ob man das kürzer hätte formulieren können. Natürlich nicht. Aber es geht darum, ob das, was wir hier machen, lesbar ist. Das glaube ich. Ich gucke mir die Lösung an und ich sehe, also wenn ich das angucke, weiß ich als halbwegs erfahrener Informatiker, das wird nicht ohne Grund so nochmal aufgerufen, sondern da ist eine Rekursion am Start. Erstens. Zweitens, dann gucke ich mir die Methode an, die da aufgerufen wird und sehe, Up-Wrap bedeutet, wir brechen etwas ab, wir korrigieren etwas und wir umbrechen. Und wenn ich dann mehr wissen will, dann kann ich gezielt reinsteigen, dann kann ich mich fragen, was bedeutet Abbrechen? Abbrechen bedeutet, aha, es wird von diesem Text der Substring genommen, der so lang ist wie die Zeilenlänge, es sei denn, naja, wir haben nicht mehr genug. Und hier der Rest dahinter, den lasse ich so wie er ist und nehme ihn pauschal. Okay, jetzt weiß ich, was Abbrechen bedeutet. Und darin steckt auch, dass zu deiner Vermutung, es geht um Wortumbruch. Hier drin steckt die Annahme, es geht nicht um Wortumbruch, sondern es geht um Abbrechen. Wenn Wortumbruch wäre, würde ich ganz anders vorgehen. Dann würde ich nämlich tatsächlich auf Worte parsen, sondern dann hätte ich eine Liste von Worten und würde die irgendwie zusammenbauen. Dann würde ich jetzt nicht so schrittweise vorgehen und immer nur ein Stückchen abbrechen, abbrechen, abbrechen. Dann haben wir dieses Korrigieren, das ist zugegeben, ekelig. Das muss man sich denken, muss man ein Stückchen analysieren, ein bisschen Archäologie betreiben. Wenn ihr das nach einem halben Jahr anguckt, dann ist das schon relativ viel. Was ist da? Da kann man jetzt noch eine Pfadfinderregel drauf anwenden und sagen, das kann ich noch besser benennen, um die Intention da klarer zu machen. Aber es ist eben darin schon gefangen mindestens, dass dieses Abbrechen sehr pauschal ist und womöglich nicht immer funktioniert und es Sonderfälle gibt, in denen irgendwas noch gemacht werden muss. Und am Ende gibt es dieses Umbrechen und da wird der bisherige Umbruch um irgendwie die Zeile erweitert. Da könnten wir auch einen anderen Namen für finden und sagen, Text neu zusammenbauen oder irgend so ein Kram. Das ist uns überlassen. Aber dieser Aspekt ist herausgelöst. Und das ist was anderes, den Text zusammenzubauen aus Einzelteilen, die wir abgebrochen haben, als diese Einzelteile zu korrigieren oder sie abzubrechen. Und dass dieser Aspekt herausgelöst ist, dass diese Refaktorisierung so stattgefunden hat, ich glaube ganz fest, dass das dieser Methode geschuldet ist. Dass ich meine Lösungen zuerst in den Testcode reinschreibe, Muster entstehen lasse und zunächst einmal strukturelle Muster, erste Ebene, für jeden klar zu erkennen, wenn eine Wiederholung da ist, dann ziehe ich sie raus. Aber dann natürlich auch aspektorientierte Muster, dass ich denke, inhaltlich passiert hier etwas Besonderes, weil ich das irgendwo zwischen eingefügt habe und das was anderes ist, als das, was vorne passiert und das, was hinten passiert. Das erfordert dann ein bisschen mehr Erfahrung, aber das ist auch dort deutlich sichtbar. Und ich muss es rausziehen, weil ich sonst einfach nicht weitermache. Und das ist beim TDE 1.0, würde ich sagen, viel, viel optionaler. Und ich muss sagen, ich habe was dabei gelernt, indem ich so vorgehe. Mache ich das jetzt jeden Tag? Nein. Mache ich jeden Tag TDD 1.0, also nur Red Wing Refactor? Auch nicht. Sondern ich habe so einen Schieberegler. Manchmal mache ich das eine, dann bin ich ganz tief drin und will wirklich sehr, sehr kleinschrittig vorgehen, weil ich irgendwie nicht richtig weiß, worum es geht. Manchmal bin ich ein bisschen Forscher, dann mache ich nur ein normales TDD und manchmal bin ich nur Forscher, weil ich tatsächlich Forscher und Ingenieur bin und keine Ahnung habe, worum es eigentlich geht. Dann mache ich noch nicht mal einen Test. Auch das gibt es. Also je explorativer ich arbeite, desto weniger Tests habe ich und je mehr Produktionscode ich mache, desto enger teste ich das. Ich glaube, zwischen diesen Modi unterscheiden wir besser und sehr, sehr bewusst, sodass wir uns auch nicht künstlich behindern. Denn es gibt ja immer wieder auch die Kritik, die sagt, ich kann doch nicht jeden Tag und vollständig und alles so 100% abgedeckt machen. Dann würde ich sagen, ja, stimmt. Wenn du Ingenieur und Forscher bist, dann brauchst du Geschwindigkeit, um zu deiner Lösung zu kommen, um herauszufinden, eigentlich was ist. Dann fährst du da schneller drüber.
Aber wenn du am Ende Handwerker sein musst, um Produktionscode zu schreiben, der echt Bestand hat, dann gehst du besser viel, viel kleinschrittiger vor. Und dann kommt die Idee, es implementiert. Danke. Ja, Frank Rolf, Zeit gut eingehalten. Und das mit viel Interaktion, finde ich cool. Ja. Super, danke fürs Mitmachen. Also ich nehme zwei Dinge für heute Abend, für mich. Ich kann zum einen, ich bin froh, dass ich nicht mehr programmiere. zum zweiten finde ich es klasse, dass hier so eine versammelte Programmiererin sitzt und Schwierigkeiten hat beim Trennen von Strings. Und was bedeutet das für die technische Arbeit, wenn ich an den reellen Problemen dran bin? Das ist die Frage, die ich dabei stelle. Das wollen wir auch noch überlegen. Ja. Ansonsten habe ich mich auch gefreut, dich hier zu haben heute Abend. Und wünsche jetzt allen noch einen schönen Abend. Jetzt setzen wir uns draußen ein bisschen hin, ich zumindest. Werden dabei bleiben, will ich auch gerne dabei bleiben und noch ein bisschen Regen austauschen. Okay.